So. Dann machen wir jetzt eines. Wir machen das hier. Dann gehe ich hinter das Vieh. So. Ne? Und jetzt kommt nämlich der Kollege wieder. Der denkt jetzt auch, Alter. Geh mir ja nicht auf den Piss. So. Und wir machen das gleiche wie bei seinem Kollegen zuvor. Na, na, nochmal. So, ne? So skillig. Ich muss nur den machen. Ich kann mich auch skillig spielen. Aber das ist nicht so meine Art. Skill ist nämlich verderblich. Wenn ich ihn so oft raushole, kann ich irgendwann gar nicht mehr spielen. So, okay. Jetzt endlich mal die Treppe hoch hier. Schauen wir mal, was da ist. Und kein Fail, Mustafa. Jetzt ja, jetzt kommt der Typ wieder. Getrocknete Wurzel. Heilige Ritter Auerheim. Okay, der ist irgendwo oben. Ich mach mal eines. Und guck mal, ob das... Ja, wenn der jetzt gleich da ist, dann hilft das schon. What? Oh, oh, oh. Ach, habe ich da gerade ein Item gekriegt von der Mimik? Habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Muss ich mir gleich angucken. Okay, Moment. Ich bin gerade im Bedrängnis. Scheiße. So. Ey. Geh kaputt. So. Mal, nutzen wir noch das, die Verzauberung aus. Solange die noch drauf ist. So, die alte lassen wir jetzt mal in Ruhe. Und wir gucken uns... Ach, da ist noch eine Kiste dazwischen. Ah, schade. Dann müssen wir die tatsächlich machen. Jetzt folgt sie mir, ne? Jetzt folgt sie mir. Jetzt sind da zwei Schlösser dran. Von wo? Die geht von der Seite auf, ne? Okay, warte... Na komm, na komm. Ey, komm da her. Jetzt, ja, gerade bist du mir gefolgt und jetzt willst du nicht mehr, oder was? So, ja, jetzt ist... Müssen wir die Truhe mal ein andermal noch machen. Gut, gehen wir erstmal da lang, bevor wir die Treppen da hochlaufen. So, ja, jetzt ist die Verzauberung... Alter, da sind wieder solche Kerle. Wupp, wupp. So, scheiße, scheiße, scheiße. So, einer folgt mir zumindest. Das ist schon mal ganz gut, weil... Ach, scheiße. Komm, weg, schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Okay. Kommt der jetzt her? Kommt der jetzt her? Kommt der jetzt her? Nee. Ei gesagt, die Golems kann man noch töten, wenn die nicht aktiv sind. Ach so? Okay. Muss ich gleich mal testen. Aber wir müssen jetzt eh den einen da. Kommt die jetzt wenigstens her? Ja, die will nicht so recht. Die haben die schon nicht ohne Grund dahin gesetzt, glaube ich. Nein, nein, nein. So, naja, dann machen wir der, den da. Wenn der jetzt endlich mal auch um die Ecke kommt. So, habe ich gerade einen Riesen da gehört? Nee, ne? Das war irgendwas anderes.
Okay. Oh. Der hat mich ja getötet, ja. Hab ich vergessen. So, dann machen wir den halt jetzt hier. So. Welcher wird belebt? Der. Ich lauf weiter. Ich lauf einfach weiter. Tor. Da geht's auch lang. Der folgt mir wahrscheinlich jetzt. Was sind das für einer? Morde. Da geht's auch noch lang. Dann machen wir den jetzt erstmal weg. Moment. Weil das ist sonst ein bisschen kacke. Okay, und... Scheiß Bogen, ja. Nee, Bogen ist nicht die richtige Waffe. Ah, jetzt hat er mich getroffen. Scheiße. Okay, was haben wir hier? Flammenschmetterling. Scheiße, er dreht sich halt auch. Mann, letzte Flakon. Geil. Läuft. Und er hat noch viel. Er hat noch ein bisschen viel. Okay, einfach draufballern hier. Naja, bist du ernst? Nein! Boah, ja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Das ist auch so eine gute Frage. Wir machen erstmal das hier. Der hat da jetzt bestimmt nicht mehr viel. Der kann dort nicht so viel haben. Aber ich darf den auch nicht bei dem anderen töten. Wir haben doch noch, warte mal, wir haben doch noch das hier. Das da. Achso, den habe ich sogar ausgerüstet. Und wir haben ausnahmsweise auch mal sowas hier. Sonst verbrauche ich die doch immer um einer Tour. Und das hat sogar schon gereicht. Schön. So, ich probiere es gerade mal. Moment. Tatsächlich, die nehmen Schaden. Geile Sache. Da hätte ich die auch nicht erwecken brauchen. Bumm. Haben NPC Invader auf 15 Minuten Timer. Ah, ja, dann wäre der jetzt schon weg, glaube ich. So. Jo. Das war auch eh der falsche. Ach, geil. Jetzt haben wir doch noch den komischen am Arsch da. Ich gehe jetzt erstmal zu dem Vieh da hinten. Weil ich glaube, das ist so ein Ritter von der Alten, ne? Das ist ein Freund, oder? 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 Hilfe? Bist du ein Freund? Ein Ritter aus Eleumloi sucht das Chaos. Na, dann suche mal. Okay, also gibt's tatsächlich mehrere. Hier ist eine Treppe. Okay. Dann haben wir den jetzt hoffentlich weit genug weggelockt, dass wir noch die Truhe schnell looten können, ohne das Vieh zu machen. Was macht denn der da? Der bewegt sich auch kaum, ne? Hat auch keinen Bock. Mach jetzt einfach die Truhe auf, wenn du keinen Bock hast. Mach doch nicht. Muss ich den anderen auch noch töten? Okay, dann mache ich das jetzt so. Voll schlau und clever. Damit der jetzt nicht auch noch zerstört wird. Das hätte ich eigentlich vorher machen müssen. Alle drei auf ein Level runterhauen. Damit die nur noch einen Schlag brauchen, alle. Aber soweit habe ich natürlich nicht gedacht. So, dann geht das doch auf der Seite auf, wie ich dachte. Okay, so. Dann machen wir jetzt... Was? Warum geht denn da die Truhe nicht auf? Ach so, weil es von... Ach doch, von hier. Meine Fresse, ey. Kommst du hier durch? Nö. Das ist doch mal... ganz gut.
Ja, doof, ne? Schon doof, wenn das nicht geht. Ja, wir haben auch nur Kackpfeile. Geht das hier? Ja, nicht so ganz. Warte mal. Ich werde mal kurz die Dingenskirchen ausrüsten. Die da. Weil ich will mich jetzt nicht unbedingt zurückporten. Und weil ich keine Flakons habe, dann müssen wir nämlich das Zeug trotzdem machen. Dann machen wir den halt ganz normal. Ja, scheiße. War nicht so schlau. Na, na, na. Wo bist du jetzt hin? Ist keine Lust mehr, oder was? Ey! Nicht im Bauch! Was sind denn das hier von Manieren? Okay, noch ein Schlag, komm. So, meine Fresse, ey. Wenn da nichts Gutes drin ist, ey, dann verklare ich die. Geschwungenes Nil-Großschwert. Das klingt auch nach einem schicken Schwert. So, da fällt mir gerade ein, wir sollten doch auch mal Dingenskirchen, diesen Helm da anschauen. Könnt ihr mir sagen, wie der heißt? Ich habe es nämlich schon mal vergessen. Ich guck mal ganz unten. Krone des alten Eisenkönigs, Drakenbluthelme, Alone, Hexerkapuze. Wie hieß denn der? Nee, das war so nicht. Falkner, nee. Heft, nee, auch nicht. Hä? Wie hieß denn das Ding? Das könnte man in den Chat schreiben. Wie heißt denn... Oder liegt das da noch? Habe ich da ein Item aufgesammelt bei der Mimik? Warte mal. Oder habe ich das liegen gelassen? Weiß ich jetzt gar nicht. Nachricht? Habe ich da was eingesammelt? Symbol der Gier. Symbol der Gier. Sagt Eigel. Ich gucke jetzt einfach durch, ob da ein Ding Symbol der Gier heißt. Das Symbol der Habgier. Ach, das ist doch die. Ach so, ach, das ist die Truhe. Ja, gibt's auch in Dark Souls 1. Coole Sache. Kopfbedeckung mit Abbildung der habgierigen Kreatur, die Schatztruhen nachahmt. Erhöht Sehenabsorption und Finden von Gegenständen. Es gibt eine Legende über eine unverbesserlich habgierige antike Gottheit, die offenbar unter Schurken beliebt ist, sonst wäre dieser Gegenstand niemals angefertigt worden. Ja, erhöht das Trop-Verhältnis. Okay. Da habe ich momentan immer nur den Clownshelm da genommen. Diese, wie nennt man das? Ja, Baskenmaske. Ne, Baskenmaske auch nicht, ne? Ja? Weiß gar nicht. So, na, so ein Clowns-Bimmel-Ding. Ne? Nicht Pimmel, sondern Bimmel. Ja, ja. Habe ich es doch gesagt. So, ne, da waren wir schon. Dann gehen wir hier die Treppen hoch. Ach nee, ja, da waren, ja, da hinten waren auch Treppen, stimmt. Okay. Treppen, Treppen über Treppen und Truhen. Ohne zwei Schlösser. Ah! Was? Was? Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen, du Drecksvieh? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Was? Was? Sag mal, hä? Was ist mit dir denn, Phase? Ich krieg ne Macke, ne? Das da bin ich ein bisschen sprachlos. Wo stand denn der? Rechts oder was? Alter, ich renne jetzt nicht durch. Ich hab keinen Bock mehr auf die scheiß Viecher. So, ihr könnt mich mal allesamt am Arsch lecken. Allesamt. Oh, voll renierend. Ja.
War vielleicht doch nicht so eine ganz glorreiche Idee. Man weiß es nicht so. Okay, jetzt kommt der Kerl da wieder. Jo, da ist er. Aha, ich hab's gesehen. Okay. Ja, das war doof jetzt. Ah, scheiße. Ja, Eikel, du hast es leider verpasst. Ich habe aber gesehen, er ist eine dieser Drecksfässer. Okay, jetzt muss ich mich beeilen. Es war doof, dass ich jetzt nach den Flakons im Inventar suchen musste. Da war ich jetzt gar nicht drauf eingestellt. Also wir rennen jetzt auf jeden Fall nochmal durch. Also es klappt ja. Das war jetzt bloß doof von mir, dass ich die Flakons nicht ausgerüstet hatte. Ich wollte jetzt ungern ein Dingens nutzen. So. Okay, da hab ich wieder getroffen. Und on the fly laufen. Komm, 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 komm. 15, 16. Ach. Hat das überhaupt noch mitzählt? Ja, wenn man schnell hoch genug hochläuft, dann sieht man ja den Kerl tatsächlich noch. Was? Ah ne, er hat gar nicht getrunken. Wollte schon sagen. Okay, der andere geht weg, bitte. Er geht weg. Ich warte kurz. Die gehen beide weg. Oder? Dein Ernst? Du Drecksvieh. So, das kriegst du wieder. Was? Was? So, jetzt aber. Das kann ja nicht wahr sein. Trink was, schnell. Ah, das war zu langsam. Alter! Ah. Das kann da nicht sein. Das kann da nicht sein. Ah. Da rutscht die Kiste, das Fass, das ist ein Fass, Punkt. An mich ran, ey. Dann war ich doch mal mit dem Backstep aus. Meinem ersten. Boah, das ist was für starke Nerven hier. Ich raste aus. Ich muss aufpassen, denn ich habe das Ladekabel vom Controller dran. Ja, sonst baller ich mit die Konsole runter. Das wäre nicht so geil. So, okay. Laufen, 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 laufen. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Ja, wir machen auch gleich... Nein. Wir machen jetzt eine Pause. Es kann doch nicht sein. Okay, ja, der Tod beweist einiges. Liebe Freunde, wir machen eine kurze Pause. Und ja, 5 Minuten circa wieder wie gehabt, ne? Wisst ihr Bescheid? Und wir bewegen uns weiter im DLC, im dritten DLC. Haben jetzt so ein Vieh gefunden, wovon es eventuell noch mehr gibt. Weil dann ist dieser Endbosskampf, nenne ich es jetzt mal, in der Kathedrale durchaus machbar. Tja, für die YouTube-Leute sage ich erstmal, das war's für heute. Wir sehen uns morgen um 16 Uhr. Da geht's dann mit Dark Souls, Crown of the Arury King weiter. Und für die Twitch-Leute, weil wir ja live sind, machen wir 5 Minuten Pause. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.